begrüße Sportdirektor Max Eberl und unseren Cheftrainer Marco Rose. Und ich sehe schon vier blaue Hände hier. Christian Hornung, Bild, hat die erste Frage. Ja, hallo in die Runde. Damit wir das Thema vielleicht nicht jede Woche erneut anschneiden müssen, habe ich mal eine Frage an euch beide. Marco, hast du für dich schon eine Entscheidung getroffen, wie es nächste Saison für dich weitergeht? Und wenn ja, hast du sie Max schon mitgeteilt? Und Max, du hattest ja rund um das Stuttgart-Spiel jetzt auch nochmal gesagt, dass der Verein natürlich auch irgendwann mal Klarheit braucht, wie es jetzt weitergeht in der Trainerfrage. Es gibt ja diese vertragliche Situation, hast du ja auch bestätigt. Bis wann hättest du gerne diese Klarheit? Gibt es da irgendwie auch eine Frist, bis zu der Marco diese Ausstiegsklausel ziehen muss? Oder ist da irgendwie Ende März vielleicht die Länderspielpause eine gute Zeit? Klärt uns doch da bitte mal umfassend auf und dann können wir das Thema vielleicht auch mal ad acta legen. Ja, darf ich dann direkt was zu sagen? Also ich würde einfach sagen, Marco ist unser Trainer und wir haben jetzt gerade eine Saison, wo wir extrem erfolgreich sind, im Pokal weiter sind, in der Champions League Manchester City haben und in der Bundesliga morgen ein Derby, wo wir die Chance haben, weite Punkte zu sammeln, um auch da eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen. Und ich verstehe das, dass wir euch endlich mal aufklären sollen, aber das ist eine Sache zwischen Marco Rose und Max Eberl und Borussia Mönchengladbach, wie wir damit umgehen, wie wir agieren. Fakt ist, und das bleibt ein Fakt, dass Marco Rose unser Trainer ist. Punkt. Möchtest du was hinzufügen? Nicht mehr. Ich denke, Max hat alles gesagt. Ich bin mit Max im täglichen Austausch. Max weiß Bescheid. Und ansonsten habe ich Vertrag hier in Mönchengladbach. Meine Vertragsverhältnisse sind klar und ich diskutiere die jetzt nicht jede Woche in der Öffentlichkeit. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Ja, hallo zusammen in dem Borussia-Park. Dann schauen wir auf das Derby, Marco. Kannst du ein bisschen die Personalsituation umreißen? Gibt es irgendwelche Neuerungen oder hast du weiterhin bis auf, oder wie sieht es auch bei Lazaro aus? Kannst du da nochmal den Stand erneuern? Ja, also so viel Neues gibt es nicht. Tino ist morgen wieder mit dabei, das erste Mal, ist wieder mit dem Kader, hat die Woche nochmal gut trainiert, gut gearbeitet, ist jetzt wieder spielfit. Ansonsten ist Rocco Reitz auf einem sehr guten Weg, trainiert jetzt auch schon eine Woche wieder mit der Mannschaft. Torben Müsel war jetzt das erste Mal laufen, auch das ist eine gute Nachricht für uns. Und ansonsten sind eigentlich alle soweit, bis auf kleinere Blessuren, dann auch gesund. Tom Jakob, Fußball News. Hallo von mir in die Runde, hallo. Marco Rose, das Spiel Gladbach gegen Köln, die Ansetzung war vor 11 Monaten das erste Geisterspiel der Bundesliga. Damals war das noch alles Neuland für uns alle, für alle Beteiligten. Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Fußball und der Umgang mit der Situation seitdem verändert? Ja, ich denke, wie alles im Leben, man passt sich den Umständen an, und wir möchten das natürlich nicht und trotzdem gewöhnt man sich ein Stück weit natürlich an die Bedingungen, die man hat, mit der klaren Aussage und Ansage, dass wir uns natürlich nicht dauerhaft dran gewöhnen wollen, aber wir alle wissen und hören Nachrichten, wir wissen, wo wir stehen, wo wir hin wollen. Hoffen, dass es bald vorbei ist und dass wir die Situation natürlich wieder ändern können. Der Fußball an sich, glaube ich, ich erkenne jetzt keine großartigen Qualitätsunterschiede, was man schon merkt, also was ich kann nur für uns sprechen, was uns diese Saison fehlt, ist natürlich das Pushen unserer Fans hier vor allen Dingen zu Hause. Wir haben den ein oder anderen Punkt spät verloren, wo ich glaube, dass wir mit Fans im Rücken vorher das Spiel hätten klarer gemacht, schon für uns entschieden. Das haben wir nicht hinbekommen und deswegen fehlen natürlich uns unsere Fans. Und wir sind alle, glaube ich, froh im Fußball, wenn es wie überall in der Gesellschaft, wenn es wieder normal wird, weil mittlerweile es natürlich insgesamt, glaube ich, eine zähe Angelegenheit ist, wenn ich meine Tochter zu Hause sehe, lernen und alles drumherum. Ich glaube, das gesamte Leben leidet sehr. Max Backhaus, Bild.
Hallo in die Runde. Ich muss noch einmal nachhaken, Herr Eberl, weil Sie den Teil der Frage gerade nicht beantwortet haben. Eine Frage zum Zeitpunkt der Trainerentscheidung. Sie wollten die Frage zügig klären. Ist da die Länderspielpause Ende März möglicherweise ein guter Zeitpunkt? Also ich glaube, ich habe ja gerade in der ersten Antwort schon was dazu gesagt. Also das ist eine Sache, die Marco Rose mit mir und dem Club zusammen bespricht, sowie auch wenn ein Trainervertrag ausläuft oder noch 3 Jahre Vertrag hat, wo ein Trainer immer wieder mit dem Verein zusammen entscheidet, was ist der beste Schritt, wann ist der beste Schritt. Und das möchte ich einfach auch bei dem Punkt jetzt belassen. Ich verstehe die Nachfragen, ist auch legitim. Es ist eine Spekulation, das ist auch legitim. Aber Fakt ist eben auch, dass Marco Rose hier Trainer ist, hier Vertrag hat, sogar über den Sommer hinaus. Ein großartiger Trainer ist, der mit unserem Verein jetzt 1,75 Jahre einen herausragenden Job macht. Wenn ich jetzt die Leistungen der Mannschaft sehe nach der kurzen Pause, wo wir jetzt wirklich in 6 Bundesligaspielen inklusive Pokalspielen herausragende Leistung gebracht haben, sieht man, dass alles funktioniert, dass wir eine homogene Truppe haben auf dem Platz, dass das drumherum homogen ist. Und das ist das, was es für mich als Sportdirektor gerade das Allerwichtigste ist. Und wann, was, wie entschieden wird, wann wir Spieler holen, wie wir mit dem Trainer umgehen, das ist doch bitte dann auch eine Entscheidung und ein Zeitkorridor, den ich dann bestimme, den wir als Verein bestimmen, in Zusammenarbeit mit Marco Rose, ganz einfach. Uli Schäfer, WDR. Hallo in den Borussia Park. Marco, also Max, auch mal von mir. Schön, dass du wieder da bist. Und Frage an Marco. Nochmal zu dem Geisterspiel vor fast einem Jahr. Du hast danach gesagt, es fehlt das Salz in der Suppe. Welche Erinnerung hast du nochmal an dieses Spiel genau? Nachher dann auch mit der Feier, mit den Fans vor dem Stadion. Wie war das? Wie hast du das damals wahrgenommen? Ja, witzigerweise genau über das Thema haben wir jetzt neulich oder heute früh erst gesprochen auch, dass wir damals ja noch das Thema dann auch hatten am Anfang der Pandemie, dass wir ja unwissend einfach dann nochmal zu unseren Fans rausgegangen sind und das erste Mal einfach auch damit konfrontiert wurden, dass das nicht ganz richtig ist, was wir da getan haben. Das ist so die Erinnerung, die ich noch habe. Ein paar flapsige Sprüche dazu natürlich auch. Und jetzt sehen wir alle, dass wir mittlerweile über ein Jahr schon in dieser Pandemie leben und das ist mehr als unangenehm und wir hoffen, dass es bald vorbei ist. Carsten Kellermann, RP. Frage an Max Eberl. Max, du bist jetzt schon sehr lange Borusse als Spieler da gewesen, als Sportdirektor, als Nachwuchsdirektor. Wie hat sich in den vergangenen Jahren das Derby entwickelt in deiner Wahrnehmung? Die sportliche Situation hat sich deutlich auseinanderdividiert. Ihr spielt in der Champions League. Der SFC Köln ist mehr oder weniger eine Fahrstuhlmannschaft, schon oft abgestiegen. Und wie ordnest du das ein? Hat sich das so in der Wahrnehmung für dich verändert? Hat sich der Reiz verändert, dieses Spiels? Gut, wir wissen ja, wie wichtig das Spiel gegen den FC ist, was unsere Fans betrifft. Es ist für uns wichtig, was die Tabellensituation betrifft, was ich vorhin angesprochen habe. Wir wollen weiter punkten, um dann eben in diesem Reigen der Mannschaften, die um Europa kämpfen, da weiter eine sehr, sehr gute Ausgangslage zu behalten. Wissen, dass das Derby natürlich emotional aufgeladen ist, wie gerade ja schon 2 Fragen angedeutet, ist es jetzt leider das 2. Heimderby, was wir komplett ohne Zuschauer spielen. Das fühlt sich natürlich dann auch anders an, wenn wir in dieses Stadion kommen, in unseren Kessel kommen, wenn natürlich 50.000 da sind, plus ein paar Gastfans, dann ist das einfach eine andere Emotionalität. Aber wir wissen ja, dass uns sehr, sehr viele Menschen jetzt fast ein Jahr schon an Bildschirmen begleiten müssen, wenn ich das so sagen darf. Und natürlich trotzdem dann zu Hause in ihrem Wohnzimmer oder wo man eben das Spiel auch schaut, eine große Emotionalität haben. Dem sind wir uns bewusst. Diese Emotionalität holen wir bei uns hoch, weil wir eben genau dieses rheinische Derby sehr, sehr gut einschätzen können. Natürlich ist der Reiz jetzt in den Spielen anders, wenn eben die Zuschauer nicht da sind für mich. Aber trotzdem weiß ich ja, welche Wichtigkeit es hat für die Menschen, die uns begleiten hier in der Region. Achim Müller, Gladbach Live. Ja, schönen guten Tag zusammen. Frage an den Trainer Marco Rose. Marco, kannst du uns bitte mal verraten, was erwartest du für eine Kölner Mannschaft am Samstag, die im Gegensatz zu euch im Pokal ausgeschieden sind und das Hinspiel gegen euch verloren haben? Erwartest du eine knifflige Aufgabe oder siehst du euch in der Favoritenrolle? Ja, mit der Nummer Favoritenrolle kann ich, wisst ihr ja, habe ich schon ein paar Mal beantwortet, auch wenn wir nicht als Favorit
galten, kann ich nichts anfangen. Ich glaube, dass es ein Derby ist. Ein Derby ist immer speziell, ähnlich wie ein Pokalspiel. Ich glaube, dass da viel passieren kann. Ich denke, dass wir bereit sein müssen. Köln wird hierher kommen und einen großen Kampf liefern. Davon gehe ich aus. Haben, finde ich, schon auch in den letzten Wochen sich mit einer anderen Grundordnung auch spielerisch und was die Taktik und die Ordnung, die Organisation betrifft, stabilisiert. Und trotzdem wollen wir dieses Spiel hier gewinnen, ganz klar. Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen. Wir haben heute noch mal drüber geredet, dass wir viele Sachen gut gemacht haben seit Anfang Januar. Dafür auch belohnt worden, aber dass wir schon auch noch Luft nach oben haben. Und Max hat es gerade auch angesprochen. Wir sind da im Kampf mit vielen Vereinen, die gerade gut unterwegs sind, die eine gute Form haben. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, die wir vor der Saison schon auch auf Augenhöhe gesehen haben. Und da brauchen wir natürlich auch die 3 Punkte, um einfach dran zu bleiben. Christopher Limberopoulos, Sky. Ja, ist eine Frage an Max Eberl, eher jetzt perspektivisch gedacht, weil es ja jetzt viele Diskussionen gibt, was die Champions League betrifft. Max, vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen, wie die Gedanken sind. Also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, sogar dass auf neutralem Boden gespielt werden könnte. Wie ist da Stand der Dinge? Wer ist da Ansprechpartner? Ist es die UEFA? Ist es das Gesundheitsamt? Vielleicht können Sie da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie Borussia Mönchengladbach da plant für das Spiel gegen Manchester City. Ja, wenn wir letzte Woche schon, habe ich aber die Frage gestellt bekommen, wo ich ja gesagt habe, dass wir uns natürlich auf viele Szenarien versuchen vorzubereiten, versuchen zu erkennen, in welche Richtung das gehen kann. Wenn du mich fragst, Christopher, mit wem wir sprechen, ich weiß nicht, mit wem ich nicht mehr oder wir nicht mehr gesprochen haben, also über Staatskanzlei, über Ordnungsamt, Gesundheitsamt, UEFA, DFL, DFB. Also ich glaube, dass wir alle Organisationen, die nur ansatzweise mit so einem Spiel zu tun haben, mittlerweile kontaktiert haben, das aber immer in einer sehr, sehr guten Art und Weise. Es sieht so aus, dass wir in Deutschland eben aufgrund des mutierten Virus keine Einreise von englischen Mannschaften haben dürfen, was Leipzig mit Liverpool betrifft, was uns mit Manchester City betrifft. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt alternativ Gedanken machen, weil wir Veranstalter sind, wir sind dafür verantwortlich, dass das Spiel stattfindet, müssen wir uns Gedanken machen, wo wir und wie wir dieses Spiel stattfinden lassen können. Da kann man diskutieren, ist ein Heimrechtstausch möglich, finden wir ein Land in Europa, wo wir auch über den 17. hinaus mehr Garantie haben, dass englische Vereine einreisen dürfen. Also da gibt es jetzt ein paar politische Themen noch zu klären. Die UEFA ist da mit uns im Austausch, die unterstützt uns da auch, wo sie können und wie sie können. Sie wollen ja auch, dass der Wettbewerb bestmöglich zu Ende gespielt wird. Also laufen gerade im Hintergrund sehr, sehr viele Telefonate, sehr, sehr viele Gespräche, das alles aber sehr kooperativ, gemeinschaftlich. Aber Stand momentan, dass wir eben nicht in Deutschland spielen können, also quasi nicht im Borussia-Park spielen können, sondern uns einen Ausweichort suchen sollten und müssen. Tom Jakob, Fußball News. Marco Rose nochmal zu Ihnen die Frage, und zwar der Max Meyer beim 1. FC Köln ist er jetzt seit vergangener Woche im Verein, hat jetzt auch gespielt schon. Wie schätzen Sie seine Qualitäten, seine Leistungen ein? Und dann sind ja noch andere Namen in die Bundesliga zurückgekehrt oder in die Bundesliga gekehrt, also Khedira in Berlin, Mustafi zu Schalke. Da eher die Frage noch, welchen Spieler würden Sie denn aus Ihrer Vergangenheit vielleicht heute gern noch einmal reaktivieren, in die Bundesliga zurückholen? Also die Jungs, von denen du gerade geredet hast, die haben sehr wenig gespielt in den letzten Monaten. Deswegen kann ich ihre sportliche Leistung nicht einordnen. Sind natürlich grundsätzlich Khedira, Mustafi, Jungs, die schon Großes geleistet haben, viel erreicht haben. Und man freut sich, dass man solche Spieler dann auch wieder in der Bundesliga sehen darf. Bei Max Meyer, ja, muss man einfach sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Grundsätzlich weiß man, glaube ich, über ihn, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer ist, der jetzt aber auch länger außen vor war bei seinem Verein und einfach jetzt in Köln versucht, wieder Spielpraxis zu sammeln, sich zu empfehlen für höhere Aufgaben. Und ansonsten bin ich eigentlich mit meinem Kader bis hierhin sehr, sehr zufrieden. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich da in irgendeiner Form nennen könnte.
Max Backhaus, Bild. Eine Frage an Marco. Hast du einen besonderen Trick, deine Spiele auch ohne Fans in die passende Derby-Stimmung zu bekommen? Man könnte ja beispielsweise alte Aufnahmen zeigen oder irgendwelche Nachrichten von Fans vorlesen. Und gibt es nochmal eine Portion extra Motivation, dass der FC mitten im Abstiegskampf steckt? Nichts von all dem. Also ich glaube, Derby bedeutet für unsere Mannschaft, die kennt das jetzt schon. Wir waren da in der Zeit, wo ich hier bin, bis hierhin erfolgreich, sehr erfolgreich. Die Jungs wissen, um was es geht. Die wissen, was auf sie zukommt. Sie wollen dieses Spiel gewinnen, auch natürlich für unsere Fans. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Form extra Motivation brauche. Und ich würde mir wünschen, dass der 1. FC Köln in der Liga bleibt, weil das natürlich immer wieder ein spezielles Spiel auch für uns ist. Und deswegen wollen wir an dem Tag dieses Spiel für uns entscheiden und gewinnen. Und danach wünschen wir dem FC, dass wir noch eine Menge Derbys danach auch haben. Christian Hornung, Bild. Ja, Max, das wollte ich dich auch fragen. Eine Niederlage für Köln könnte ja bedeuten, dass sie weiter tief im Abstiegskampf stecken. Wie wichtig ist dir dieses Derby im Jahreskalender? Sagst du, Kölns Situation ist mir letztlich egal, es geht mir um Gladbach? Oder ist das irgendwie was, was man eigentlich braucht, so in der Saison, dieses Derby zweimal gegen Köln? Ja, also das ist ja unser Wunsch, und ich glaube, der Marco hat es ja gerade treffend auf den Punkt gebracht, wir wollen in Zukunft noch ganz, ganz viele Derbys gegen Köln spielen. Das beinhaltet, dass wir erstmal durch sie besiegen wollen am Wochenende, um ihnen dann die Daumen zu drücken, dass sie den Klassenerhaltskampf schaffen. Das ist das, was, klar, wenn der Spielplan rauskommt, sind so die ersten Fragen, wann ist Köln, wann ist Bayern, wann ist Dortmund, das sind so die gängigsten Fragen, die dann kommen. Gegen wen spielst du am letzten Spieltag, bist du zu Hause oder auswärts, ob man, wenn dann wieder Leute kommen könnten, zusammen was gefeiert werden kann oder eben nicht, weil man auswärts spielt. Aber was das Spiel Köln betrifft, ist es tatsächlich so, wir wollen sie schlagen in diesen beiden Spielen und drücken dann trotzdem die Daumen, dass sie die Klasse halten. Patrick Berger, Sport 1. Hallo in die Runde. Frage auch schon mal ein bisschen nach vorne an dich gerichtet, Max. Kaum bist du zurück, wartet wieder ziemlich viel Arbeit auf dich. Es sind ein paar Ausstiegsklauseln auch bei Spielern, die bedient werden könnten. Verträge, die auslaufen, dann auch mit Blick auf 2022. Hast du ein bisschen Sorge im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo man ja Spieler halten konnte oder fast alle halten konnte, dass die Mannschaft da vielleicht ein bisschen auseinanderfällt? Und vielleicht kannst du uns ja mitnehmen, wie die Kaderplanungen dahingehend schon aussehen. Vielen Dank. Also wir haben ja den Kader letzten Sommer nicht fast zusammengehalten, sondern wir haben ihn zusammengehalten mit den Spielern, was unseren engen Kreis betraf, was für Gladbach und gerade in dieser Corona-Zeit natürlich eine herausragende Leistung war, wo ich dem Club dankbar bin, dass sie mir die Möglichkeiten noch gegeben haben und da eben auch vielleicht zähneknirschend zugestimmt haben, was dann eben auch das Geld betraf. Und was die neue Saison betrifft oder den Sommer betrifft, ist es wie immer im Sommer, dass eben, und die Fragen waren ja auch schon dahingehend, was ändert sich, welcher Spieler könnte gehen, ob mit Klausel, ohne Klausel, ob die Klauseln bei den Summen, die wir da drin haben, die alle vor Corona fixiert wurden, leistbar sind, habe ich meine großen Zweifel. Deswegen bin ich da sehr, sehr entspannt und sehr, sehr gelassen. Was Spieler betrifft, wo 22 die Verträge auslaufen, da bin ich schon seit Sommer in Gesprächen, da tauscht man sich schon seit Sommer aus. Also es ist keine Sache, die jetzt erst beginnt und dass ich nach meinem Urlaub zurückkomme und auch wieder Arbeit haben werde, darüber bin ich froh, weil sonst bräuchte man mich ja nicht mehr an der Stelle. Also ich weiß, was zu tun ist. Wir sind da einfach in guten Gesprächen. Der Kader für die Saison 21-22, wenn man jetzt ein bisschen weiter schaut, wird auch wieder leistungsfähig sein, wird auch wieder eine große Qualität haben, wie er dann tatsächlich aussieht. Ich glaube, das ist jetzt Anfang Februar wirklich noch zu früh gesagt, aber wir werden unsere Hausaufgaben machen und werden den bestmöglichen Kader dann für die Zukunft zusammenstellen, aber wir wissen ja gar nicht wofür. Für Dreifachbelastung, für Zweifachbelastung. Wir arbeiten natürlich an der Dreifachbelastung, weil das heißt, wir werden in Europa wieder geschafft. Bernd Schneiders, Aachener Zeitung. Hallo in die Runde. Ich habe eine Frage an Marco. Der FC ist von seinen Leistungen her zuletzt nicht sonderlich konstant. Macht ihn diese Unberechenbarkeit für euch auch zu einem noch schwierigeren Gegner als ein Derby-Gegner ohnehin ist? Wir bereiten uns auf den besten FC vor, den wir erwarten können. Wir können nicht davon ausgehen, dass sie hierher kommen und einen schlechten Tag haben, sondern sie werden motiviert sein, sie werden alles reinhauen, sie werden vielleicht auch das Gefühl haben, dass sie
ja, mit den Ergebnissen, die sie bis hierhin haben, es schwierig bekommen hier und frei aufspielen. Also es gibt einfach viele Varianten, die dafür sprechen, dass sie gut sind, und man sollte sich immer auf den bestmöglichen Gegner vorbereiten und davon ausgehen, dass die Jungs fünfmal die Woche trainieren, motiviert sind, gut drauf sind. Und im Fußball, das wissen wir alle, ist immer alles möglich, haben wir in der Pokalrunde wieder erlebt. Und natürlich gilt das auch für die Bundesliga. Das bedeutet, wir müssen aufmerksam sein, wir müssen ans Limit gehen, wir müssen viel investieren und wir müssen versuchen, guten Fußball zu spielen. Darum geht's. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Max, noch eine Nachfrage zu dem Thema Europapokal. Du hast gesagt, dass ihr in viele Richtungen telefoniert habt. Es war jetzt aus Dänemark zu hören, dass das eine Option ist. Kannst du da noch ein bisschen präzisieren oder ist da alles noch schwierig einzuordnen? Ich dachte, das habe ich dann mit der Frage beantwortet, dass wir natürlich Ausweichorte suchen, wo wir spielen können. Und jetzt muss man eben schauen, wo der geeignetste Ort ist, was das für uns finanziell bedeutet. Was ich gesagt habe, wir sind dann Veranstalter. Das heißt, wir müssen in dem Stadion an eben auch die Veranstaltung leiten. Und da bedarf es natürlich auch ein paar Vorgaben, die wir gerne hätten. Also ja, das ist so, dass wir in Mittelland angefragt haben. Wir haben aber auch den einen oder anderen Standort darüber hinaus noch angefragt. Und jetzt gilt es eben dann, übers Wochenende hin zu entscheiden, wo dann der Ort ist, wo wir dann das Spiel stattfinden lassen können. Achim Müller, Gladbach Live. Ich wollte noch mal eine Frage an den Max Ewald stellen, anschließend an die Frage des Kollegen Berger von Sport1. Max, du hast eben ein bisschen was gesagt zur Kaderplanung. Ich würde aber da noch mal konkreter nachhaken. Elvedi und Ginter, da weiß ich, das hast du auch schon öfters betont, dass du gerne mit denen verlängern würdest und sprechen würdest. Bei Thuram und Neuhaus ist die Klausel auf den Markt gekommen, auch von den Kollegen der Sportbild geoutet. Und bei Zakaria hast du auch schon öfters betont, dass du da gerne verlängern würdest. Könntest du da nochmal ein Update geben? Du warst jetzt länger nicht da, da konnten wir nicht so fragen, wie da der Stand der Dinge ist, was vielleicht auch helfen würde, die ein oder andere Spekulation zu beenden. Das weiß ich nicht, ob es mir gelingt, die ein oder andere Spekulation zu beenden, weil egal, was ich sage, wird jetzt weiter spekuliert, weil immer interpretiert wird, was man sagt. Fakt ist, das habe ich immer wieder gesagt, dass Ginter, Elvedi, Zakaria unter anderem 22 auslaufen und dass wir gerne mit allen drei verlängern wollen würden. Das steht im Raum, daran arbeiten wir, da wird es Entscheidungen geben, in die eine wie in die andere Richtung. Da gibt es viele Gespräche, aber da gibt es jetzt keine Tendenz großartig. Bei dem einen oder anderen vielleicht schon eher die Tendenz, dass es wirklich zum Bleiben reicht. Bei dem anderen vielleicht, dass es eher zum Abschied reicht. Aber deswegen öffne ich gerade wieder Spekulationen. Aber wie gesagt, Fakt ist, die Verträge laufen 22 aus und wir wollen mit allen drei verlängern. Was Ausstiegsklauseln von Spielern betrifft, ich verstehe gar nicht, dass die Thematik so hoch ist, weil wenn ein Spieler keine Ausstiegsklausel hat und trotzdem weg will, weil von einem großen Verein umworben ist, dann ändert das die Situation 0,0. Doch, man kann verhandeln, aber man sitzt deswegen nicht sicherer im Sattel als vielleicht mit einer Möglichkeit einer Klausel, weil man eben bei der Klausel genau weiß, bis wann und wie hoch, und dann hat man vielleicht sogar mehr Planungssicherheit als in einem anderen Fall. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, bin ich froh, dass ich diese Klauseln habe, weil diese Spieler frei zu verhandeln, wenn sie weg wollen würden, das ist alles sehr viel Konjunktiv, bedarf natürlich einer ganz anderen Voraussetzung. Dementsprechend bin ich da sehr entspannt, schau gelassen, was passiert, arbeite jetzt an den drei Fällen, wo die Verträge im 22 auslaufen, unter anderem gibt es ja auch Spieler, wo 21 die Verträge auslaufen, auch da sind natürlich im Gespräch. Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache das jetzt 12 Jahre, ich glaube, die Fragen kommen immer wieder, jetzt schon sehr, sehr früh, normal kommen sie das Richtung Mai, wenn die Saison zu Ende geht. Aber wie gesagt, wir haben es immer wieder geschafft, in der Vergangenheit sehr, sehr gute Kader dahinzustellen. Ob es dann eben mit neuen Spielern war, weil wir sehr, sehr viel Geld eingenommen haben, oder ob es mit dem Kader ist, den wir gerade zur Verfügung hatten, ergänzt mit Spielern, die wir dazugeholt haben. Das ist die Aufgabe, die ich als Sportdirektor habe. Auf die bereite ich mich jedes Jahr vor, beginnend schon mit August für die neue Saison. Und das ist das, was ich im Grunde zu den 5 genannten Namen jetzt sagen kann. Tom Jakob, Fußball News. Herr Eber, ich würde mit Ihnen mal gerne noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, Sie kennen und schätzen Uli Hoeneß seit langem, kennen seine kontroversen Kommentare. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben vor der Pressekonferenz. Er wird in den kommenden Nationalspielen, Qualifikationsspielen der Nationalmannschaft als Länderspielexperte bereitstehen. Er ist ja Ihr Vorbild und Ihr Mentor, haben Sie mal gesagt. Wie sehen Sie seine Rolle, seine neue Aufgabe, und wäre das vielleicht in weiter Zukunft auch mal etwas für Sie? Ich habe es richtig verstanden, dass der Uli Hoeneß Experte im Fernsehen wird.
Richtig, bei RTL die Qualifikationsspiele wird er als Experte bereitstehen. Da freue ich mich, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Nein. Also im Grundsatz, was Uli Hoeneß betrifft, glaube ich, hast du es richtig zusammengefasst, dass Uli Hoeneß jetzt meine komplette Fußballzeit begleitet. Als ich Jugendspieler war, hat er Bayern München groß gemacht und aufgebaut. Als Spieler habe ich nicht viel gegen ihn holen können mit Bayern München, da hatten wir auch nicht so diesen engen Kontakt. Und jetzt als Sportdirektor habe ich dann doch öfters mit ihm Austausch gehabt, habe auch immer wieder um Ratschläge gebeten, Gespräche gebeten, die mir einfach sehr weitergeholfen haben. Ich kann nur sagen, dass Uli Hoeneß einfach ein großartiger Mensch ist, der sich um so, so viele Menschen kümmert und das eben nicht in der Öffentlichkeit dauernd breit tritt und kundtut, aber es einfach tut. Ich schätze ihn sehr, sehr. Er ist für mich der Manager schlechthin im deutschen Fußball und als Mentor hätte ich ihn gerne an meiner Seite und deswegen bin ich froh, dass ich ihn immer wieder anrufen darf, wenn ich Rat brauche. Das ist bis heute auch noch so, auch wenn es ein bisschen weniger geworden ist, seitdem er jetzt im Aufsichtsrat ist oder ist er im Aufsichtsrat eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Sehen Sie, so bin ich schon raus aus der Materie und dass er sich jetzt als Fernsehexperte zur Verfügung stellt, bin ich überrascht, wenn ich das sagen darf, aber ich freue mich auf die bestimmt sehr treffenden und klaren Aussagen, die da kommen werden. Und ob ich mir das vorstellen kann, dafür bin ich noch zu jung. Markus Bauk, RTL. Hallo in die Runde. Ja, nicht zum Thema Uli Hoeneß, auch wenn es meinen Sender betrifft. Alles gesagt dazu. Nochmal zur Champions League, zum Heimspiel gegen Man City. Die Frage an Marco. Wie haben Sie das aufgenommen? Wie die Mannschaft, dass das Spiel vielleicht woanders ausgetragen werden muss? Ja, wie alles im Moment. Wir nehmen es, wie es kommt. Also ich denke, was das betrifft, müssen wir uns einfach unterordnen. Es gibt klare Regularien. Ich glaube, dass das übergelagerte Thema einfach die Pandemie ist und wir sehr happy darüber sind, dass wir spielen dürfen, dass wir auch Champions League spielen dürfen. Natürlich hätten wir gerne hier zu Hause gespielt, aber ohne Fans, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es zwar unser Wohnzimmer, wir ziehen unsere Kabine um, aber es ist halt nicht das Gleiche. Bedeutet, wir spielen jetzt woanders möglicherweise und haben dort auch bloß keine Fans. Sind wir wieder bei dem Thema, das, was dann eigentlich fehlt, das Salz in der Suppe. Also nehmen wir das so, wie es kommt, professionell und schauen, dass wir das Beste draus machen. Carsten Kellermann, RP. Marco, am Samstag ist auch die Auslosung DFB-Pokal-Viertelfinale. Ich weiß, du wirst jetzt keine Prognosen abgeben, aber wie ist so deine Einschätzung? Du hast gerade schon über Heimspiele ohne Fans gesprochen. Ist das ein Thema in der Kabine schon gewesen, was jetzt kommen sollte? Gibt es da irgendwelche bevorzugten Gegner oder ist es da wirklich völlig egal nach dem Motto, wir wollen Fußballspiele gewinnen? Ja, ich denke schon, dass der ein oder andere sicherlich irgendjemanden präferiert. Ich glaube, wenn du am Ende nach Berlin willst und das Ding gewinnen willst, musst du sowieso jeden schlagen. Das ist meine Einstellung dazu. Ich glaube schon, dass die Jungs auch drüber reden. Uns würde es, bin ich nochmal bei der Vorfrage, schon auch gut tun, zu Hause zu spielen, weil wenn wir jetzt in der Champions League dann auch zweimal reisen, in einer sehr intensiven Phase, wir spielen dann Mainz, dann unser Heimspiel Champions League auswärts, dann in Leipzig, dann wäre das Pokalspiel, also dreimal auswärts dann und reisen innerhalb von 7 Tagen. Wir würden uns ein Heimspiel wünschen, das würde uns schon echt weiterhelfen. Achim Müller, Gladbach Live. Ich würde sowohl den Max Eberl als auch den Marco Rose gerne noch zu einem Thema fragen. Ihr habt das selber in Stuttgart erlebt. Jetzt ist das in Dortmund passiert und die Kölner haben es auch in Regensburg erlebt, dass eben Videoassistententscheidungen gefallen sind, wo im Nachhinein selbst der Trainer sagt, zum Beispiel in Köln, die Regel kannte ich nicht. Ich weiß, dass zum Beispiel Max ein Befürworter des Videoassistenten ist, aber ist jetzt ein Punkt erreicht, wo ihr beide auch sagt, das dauert manchmal 6 Minuten, bis eine Entscheidung fällt, dass das vielleicht sogar ungesund ist für den Sport? Oder sagt ihr, das gehört dazu, das ist ein Lernprozess? Das befürworten wir dahingehend, dass der Videoassistent eben wichtig ist für den Fußball.
dann würde ich antworten. Gut, 6 Minuten soll es natürlich nicht dauern und so lang sollten die Entscheidungen nicht sein. Ich denke schon, dass das die Vielzahl und die herausragende Zahl schon positiv ist. Klar, jetzt über diese Abseitsregel, sowohl Paderborn-Dortmund als auch die Abseitsregel Regensburg-Köln, kann man hinreichend diskutieren. Ich muss fairerweise sagen, dass auch für mich nach den beiden Entscheidungen ich einiges über die Abseitsregel gelernt habe. Für mich war Abseits Abseits, das war ganz am Anfang so, dann gab es das Passive und Aktive und jetzt gibt es englische Worte, um Abseitsregeln zu definieren. Ich glaube, es wird dann irgendwann zu kompliziert und ich glaube, dass wir da weniger über den VAR diskutieren, sondern mehr über diese Form der Abseitsregelung. Und ich habe eine Meinung als Fußballer, definitiv. Für mich wären, aber das ist meine subjektive Meinung, habe ich dem Steffen Baumgart seine Wut verstanden, weil das für mich eben Abseits war und gegen Köln oder Köln-Regensburg war für mich halt kein Abseits. Aber wie gesagt, auch ich lerne noch dazu. Aber ich glaube, das ist weniger eine Thematik des VAR, sondern der Abseitsregelung zum Beispiel. Und grundsätzlich bleibe ich dabei, dass eben der VAR das Spiel gerechter macht. Aber das, was du vorhin angesprochen oder in der Frage gestellt hast, es darf nicht unsäglich lang werden, es darf kein Kaugummi werden. Und ich finde zum Beispiel, in der Champions League wird das relativ rigoros gehandhabt. Für mich hat gefühlt immer der Schiedsrichter auf dem Platz die Entscheidung, es sei denn, es ist mir extrem strittig, aber eigentlich wird da gar nicht mehr groß über den VAR diskutiert, weil die Entscheidung auf dem Platz gefällt ist und wenn es wirklich nur extrem krass ist, eingewirkt wird. Und ich glaube, das muss auch unser Maßstab werden, dass wir diese Thematik wirklich krasse Fehlentscheidungen thematisiert werden muss und nicht detektivisch gearbeitet werden muss. Aber ich glaube, das hat der DFB ja auch in seinen letzten Verkündungen auch so gesagt. Und ich glaube, das ist Sinn und Zweck des VARs. Er soll unterstützen und kein Spiel beeinflussen. Ich sehe das genauso wie Max. Carsten Kellermann, RP. Max, noch die Frage, die ich eben Marco schon gestellt hat zum DFB-Pokal. Hast du irgendwelche Präferenzen? Es ist ja der Wettbewerb, wo vielleicht dein großer Traum in Erfüllung gehen könnte. Für das Viertelfinale, wer darf sein? Relativ einfach zu machen. Ich sehe es genauso wie Marco.